Herzlich willkommen bei Brandon Mundorfs Astmaphysik Astro TV. Wir haben schon bereits in einigen Videos über Objekte gesprochen, die man am Sternbild Keteschips finden. Zum Beispiel über den Carina-Nebel oder dem leuchtkräftigen blauen veränderlichen Eta Carinae. Über den hellsten Stern vor dem Sternbild sprach man noch nicht, das habe ich mir auch extra für den Schluss aufgehoben. Also Canopus ist ein Riesenstern mit etwa 15 Sonnenmassen, 70 Sonnenradien und 10.000 Sonnenlichtkräfte. Das Einzigartige an dem Stern ist, dass die Natur noch nicht vollständig geklärt wurde, da Sterne vom Typ Canopus nur sehr selten gefunden werden. Also man weiß nicht, befindet sich Canopus auf dem Weg zu einem roten Riesenstern oder wird Canopus ein anderes Entwicklungsstadium durchlaufen, bis es in etwa 1 bis 2 Millionen Jahren als Supernova explodiert, da es ein massenreicher Stern ist. Dasselbe Problem trat auch bei der Bestimmung der Entfernung auf. Bis im Jahre 1989, wo mit Hilfe des Hipparcos Weltraumteleskop die Entfernung von Canopus durch die Parallaxe letztendlich bestimmt werden konnte, denn sie liegt bei etwa 320 Lichtjahren, hatte man extrem unterschiedliche Angaben gehabt, die zwischen 98 und etwa 1200 Lichtjahre Entfernung schwankten. Canopus ist ein Stern, der schon bereits seit Jahrtausenden bekannt ist. Als der griechische Astronom Claudius Ptolemäus das Sternbild Argonavis erschaffen hat, Argonavis ist die lateinische Bezeichnung für Schiff Argo, war Canopus schon bereits mit eingetragen. Schiff Argo war ein historisches Sternbild, das von dem französischen Astronomen Nicolas de La Salle in den drei heutigen Segel des Schiffs, Kiel des Schiffs und Achterdeck des Schiffs aufgeteilt wurde. Während man das Sternbild Achterdeck des Schiffs zumindest teilweise im Winter von Mitteleuropa aus sehen kann, sind die anderen beiden Sternbilder nicht sichtbar. Und das gilt auch für den Stern Canopus. Denn oberhalb von 37 Grad nördlicher Breite lässt sich Canopus überhaupt nicht mehr sehen. Während dafür unterhalb von 37 Grad südlicher Breite Canopus nicht mehr untergeht. Und somit könnte man dann den Stern in jeder Nacht und zu jeder Zeit gut beobachten. Aber da Canopus der zweithellste Stern der Nachthimmel ist und sich extrem südlich befindet, eignet sich der Stern prima dafür, als Navigationsstern für Raumflugkörpern zu verwenden. Hinsichtlich Namensherkunft des Sterns gibt es einige Spekulationen. Also so wie wir vorhin mit Spekulationen über den Stern angefangen haben, werden wir auch das Video mit einer Riesenspekulation beenden. Aber viele glauben, dass der Name Canopus was mit dem Trojanischen Krieg zu tun hat, das in der griechischen Mythologie stattgefunden hat. Der Trojanische Krieg soll sich etwa im 12. Jahrhundert vor Christus stattgefunden haben und da brach aus, nachdem die Ehefrau Helena von Menelaus, das war der König von Sparta, durch Paris, das war der Sohn des Trojanischen Königs, entführt wurde. Und das hat dann letztendlich zu einer Belagerung der Stadt Troja geführt, die 10 Jahre lang angedauert haben soll. Und ein Schiffkapitän, der im Trojanischen Krieg für den König Menelaus von Sparta gearbeitet hat, trug den Namen Canopus. Und von dort soll der Name gekommen sein. Nachdem wir sehr viele Fakten nun über Canopus erfahren haben, möchte ich an der Stelle jetzt das Video beenden. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Ciao.